Massentests für alle 11 Millionen Einwohner von Wuhan. Denn das Coronavirus ist zurück in der chinesischen Stadt, die als Ausgangspunkt der Corona-Pandemie gilt. Zuvor wurden in Wuhan nach Behördenangaben 7 Infektionen bei Wanderarbeitern nachgewiesen. Auch in anderen chinesischen Städten versuchen die Gesundheitsbehörden mit Lockdowns und Reisebeschränkungen die Ausbreitung der hochansteckenden Delta-Variante einzudämmen. Die Zahl der Neuinfektionen ist dabei nach offiziellen Angaben eher gering. 61 neue Corona-Fälle gibt es demnach am Dienstag. In Wuhan wurde Ende 2019 der weltweit erste Infektionsherd des damals neuartigen Coronavirus festgestellt. Die Millionenmetropole in der Provinz Hubei wurde daraufhin komplett abgeriegelt. Die letzten Infektionsfälle wurden dort vor gut einem Jahr gemeldet. Mit strikten Maßnahmen auch in anderen Städten hatte China die Ausbreitung des Coronavirus bis zum Sommer 2020 weitgehend unter Kontrolle gebracht. Nun breitet sich aber auch in der Volksrepublik die Delta-Variante des Coronavirus aus. Seit Mitte Juli wurden im ganzen Land mehr als 400 neue Fälle entdeckt.